Nein, nicht wieder hoch. Sei mir willkommen, Pilgerin. Was kann ich für dich? Oh, eine Abenteurerin auf Durchreise? Möchtest auch du den Segen Nahtats empfangen? Nope. Nanu, ein Brief vom Bruder Claudine? Was schreibt er denn? Die Ruinen stammen aus dem späten belladischen Zeitalter. Es könnte sich bei ihnen um die Grabstätte von Lalafuto, dem Vierten, handeln. Das sind ja unglaubliche Neuigkeiten. Ich trinke sofort, Luca. Hallo. Dieser Fund wird Epoche machen. Wir müssen die Arbeiten in Hohenburg mit allen Mitteln fördern. Die uns zur Verfügung stehen. Ich werde sofort einen Brief an das Ossarium verfassen, um mehr Männer und Materialien bitten. Vielen Dank für deine Hilfe, Abenteurerin. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Juhu. Luca, wie geht's dir? Alles gut bei dir? So, dann löse ich das mal kurz ein. Damit ist mein Wasser auch fast leer. Also heute komme ich bestimmt auf meine 3 Liter. Bei dir ebenso. Ja, bei mir auch. Außer, dass ich mittlerweile Fusseln am Mund habe. Aber, ja. Alles gut. Ich habe heute sehr viel gelesen. Sehr, sehr viel. Was kriegt man noch erstmal als nächstes? Auf Wappen werfen. Aber 303 Punkte. Geil. Wichtig, wichtig, wichtig hier das. Jeden Anhänger Nahtals zieht es in seinem Leben einmal hier nach Talsrast. Der Ort ist eine der wichtigsten Pilgerstätten unseres Glaubens. Doch in letzter Zeit hat die Zahl der Pilger spürbar abgenommen. Sowohl die Amajar als auch die Quirken verbreiten Unruhe in der Gegend, von den vielen Monstern gar nicht zu reden. Ach, herrscht doch wenigstens hier um die Kapelle etwas Ruhe. Insbesondere die Pelisaurier stürzen sich auf jeden, der auch nur zufällig in ihre Nähe kommt. Wenn du denen ein wenig die Federn rupfen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Yay, Federrupfen. Ich sehe zwar nicht so viel Federn an denen, aber egal. Oder sind damit diese komischen Schuppen da gemeint? Wenn ja, dann sind das sehr, sehr seltsame Federn. Mir fällt auf, ich habe gar keinen Begleiter, ne? Ach doch, da! Doch, doch, ich habe hier einen. Ich habe hier meinen Axolotl. Ich vergesse den immer, der ist so klein. Doch, ich habe ja mein Geschenk von Zuret. Zuret hat mir ja den Axolotl da geschenkt. Eines der wenigen Sachen, die ich annehme. Bei einem Axolotl kann ich nicht nein sagen. Das ist aber so cute. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir den Druiden auf 50 haben. Allzu lange kann das nicht dauern. Dann gehe ich erstmal nach da hinten. Okay. Da geht das hier hoch. Aber am schlimmsten würde es für mich, wenn wir die Crafter machen, ne? Crafter-Level wird furchtbar.
Hallo Fenris. Hallöchen. Läuft gut, glaube ich. Also wir haben heute tatsächlich mehr Story geschafft als innerhalb einer Woche. Also, ne? Bitte, er läuft! Es kann nur besser werden. Danke, dass du die Gegend um Tals Rast ein bisschen sicherer gemacht hast, Abenteurerin. Das sollte es sein Schäflein erleichtern, wieder zu ihrem Herrn zu finden. Kennt ihr euch? Also, schon aus einem anderen Chat. Ich frage für einen Freund. Du hast schon mehr als genug für mich getan, Abenteurerin. Und trotzdem möchte ich noch eine Bitte an dich richten. Könntest du dieses Schreiben bitte dem Vorsitzenden der Händlervereinigung von Hohenbruck, hier Ibaro, bringen? Gerade kennengelernt. Ich bin nicht hier. Doch, Luca, du bist hier. Es ist eine Petition an die Highwind Fluggesellschaft mit der Bitte, einen regelmäßigen Linienflugverkehr zwischen Ulda und Hohenburg anzurichten. Linienflüge würden es unseren Pilgern nämlich ungemein erleichtern, nach Tals Rast zu gelangen. Hibaru bemüht sich schon seit langem, den Luftschifflandeplatz Hohenburgs in Betrieb zu nehmen. Bin mir sicher, dass er und die anderen Händler diese Petition mit Freuden unterstützen werden. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich würden sie das. Oh Gott. Hui. So. Dann. Bleib jetzt aber nicht stehen, mein Freund. Mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, was er da macht. Oh je. Ich bin nur ein bescheidener. Feines Etwas. Keine Angst, sie kennen ihn nicht. Bitte, fertig. Darf ich mich jetzt wieder vom Acker machen? Danke. So. Und Dingens hier. So nett kann man sein, ne? Ich bin die freundliche Druidin von nebenan. Achso, das ist das Ding.
Ja gut, da kommen wir eh noch nicht hin. Also alle Quests kann ich ja eh noch nicht abarbeiten. Das kommt ja erst. Ich und mein eingerostetes Englisch. Das, was ich kann. Ich hasse Englisch. Ich kann einfach kein Englisch. Das ist echt furchtbar. Egal, ich hab's hingekriegt. oh, was führt dich zu mir? Bist du doch auf den Geschmack gekommen und willst Kräuter sammeln gehen? Ja, ja, ich bin jetzt schon. Eine Petition, sagst du? In der Priesterin Kyokyotsu, die Haiwen Fluggesellschaft bittet, Linienflüge zwischen Ulda und Hohenbrück einzurichten. Mhm. Bei Nals Nase, warum bin ich da noch nicht selbst drauf gekommen? Ich werde mit den anderen Händlern sprechen, um diese Petition zu unterstützen. Mit dem Orden Nahtals im Rücken haben wir gute Chancen, unser Anliegen durchzusetzen. Dann müsste uns nur noch jemand die Windstämme vom Hals schaffen. Und wir wären restlos glücklich. Und nun ja, man wird doch wohl träumen dürfen, oder? Maybe. Ah, da bist du ja wieder. Wie ist der Plan gelaufen? Konntest du etwas über die Maskierten herausfinden? Das ist... Ja, zweifelsohne. Das ist ein Talisman von Ralga, dem Zerstörer. Ralga, der Zerstörer, ist der Schutzgott von Alamigo. Tja, die Galea hat er den Migiten nicht wirklich vom Hals halten können, was? Na, wie auch immer. Solche Talismane tragen eigentlich nur patriotische Migiten mit sich herum. Was bedeuten würde, dass der Maskierte nicht nur mit den wilden Stämmen, sondern auch mit Flüchtlingen aus Alamigo im Bunde steht. Sieh dich besser vor, Abenteurerin. Dein Feind scheint ein weites Netz geschwunden zu haben. Ich sag's ja, du solltest dich lieber hier in Hohenbrück zur Ruhe setzen. Ja, ja, ich verstehe. Ich hab verstanden. Es lässt mir einfach keine Ruhe, dass Megiden mit den Maskierten unter einer Decke stecken sollen, Abenteurerin. Ich habe seit jenem Vorfall kein Auge mehr zugetan. Das kannst du mir glauben. Wenn du deine Suche trotz der Rückschläge fortsetzen möchtest, solltest du vielleicht einmal in kleinen Alamigo vorbeischauen. Mehr Migiten auf einem Haufen findest du nirgends in Tanalan. Bedenke allerdings, dass die Siedlung einen Zufluchtsort... What? Ein Zufluchtsort für all jene, die sich in Ulda nicht eingliedern wollen... Oder konnten. Dort herrscht ein Umgangston, der so rau ist wie die Wüste, in der wir leben. Die Flüchtlinge in Klein Alamigo sind verschlossen und empfangen Fremde nicht gerade mit offenen Armen, erzählt man sich. Selbst eine erfahrene Abenteurerin wie du sollte da nicht einfach achtlos reinspazieren. Wende dich am besten direkt nach deiner Ankunft an ein Mädchen namens Hihira. Sie ist meine Tochter und vor einiger Zeit von Hohenbrück ins südliche Tanalan. Nun ja, übergesiedelt. Sie ist ein eigensinniges, aber herzensgutes Kind und wird dir sicher helfen und richte ihr doch bitte aus, dass der Vater sich Sorgen um sie macht, ja? Am liebsten wäre mir natürlich, du bliebst hier und würdest deine erabenteuerten Gil in Hohenbrück lassen. Aber unsere Begegnung hat mir vor Augen geführt, dass ich die Attraktivität meines Angebots wohl noch etwas aufbessern muss. Nun, sollte dir irgendwann mal der Sinn nach Wurzeln sammeln stehen, weißt du ja, wo du mich findest. Viel Glück jedenfalls auf deinen weiteren Reisen, Abenteurerin. So, was? Ach, du grüne Neune. Ja, wieso? Ich darf nur auf Englisch schreiben. Ich hasse es. Warum helfe ich Leuten? Ich hasse es manchmal.
Hieß sie so? Ich muss jetzt gerade mal was nachgucken. Abgeschlossen. Nebenaufträge. Ja, hieß sie. Gut. Ach du grüne Nonne. Ich hoffe, die Person kann mein Englisch lesen. Ach du gut. So. Ja, es geht gleich weiter. Okay. Manchmal bin ich verdammt stolz. Manchmal kann ich doch ein bisschen Englisch. Gut, ich muss ein bisschen was nachgucken, aber passt. Passt. Ich helfe nicht wieder Menschen. Geht euch auch immer so der Arsch auf Grundeis, wenn ihr Englisch schreiben müsst? Nicht? Mir schon. Ich höre einen Wolf heulen. Hybrid, bist du's? Südliches Zahnalarm. Habe ich mich natürlich auch nicht harmonisiert, ne? Sitze in der Ecke und teile mir mit Luna eine Tüte Gummibärchen und Cola. Warum krieg ich keine? Ich will auch. Mein Englisch ist so grottig. I hate it. Natürlich, das funktioniert gerade mal. Warum funktioniert das denn schon wieder nicht? Mein Englisch ist so grottig. Funktioniert tatsächlich gerade nicht. Egal. Bad, but I could be better. Das
Geilste ist, wenn man es halt so nicht mehr richtig schreiben kann, ne? Du extra nachgucken musst, wie das Wort geschrieben wird. War es gut, dass ich auf einen anderen Server gegangen bin? Vor allem, ich bin mir immer unsicher, ob es richtig ist, was ich schreibe. Weil ich einfach kein Englisch kann, ich würde es echt mal lernen. Ja, endlich von der Seite mit Gummibärchen zu werfen. Jetzt mit dem Mund fallen. Da kannst du aber lange warten. My English is not the yellow from the egg. Ich bin echt schlecht. Ich habe meine 5 Millionen Grund im Zeugnis gehabt. Gutes Jahre her, aber egal. Müsste ich mal meine Zeugnisse nachgucken, gucken, ob ich jemals eine gute Note in Englisch hatte. Ich glaube nicht. Was den Spruch wollte ich gerade kriegen? Ah, schön. Ja. Ich hasse Englisch. Ich bin immer froh, wenn ich damit durch bin. Vor allem auf Englisch jemandem etwas zu erklären, wenn du selber einfach keine Ahnung hast. Das Witzige ist, die Person muss mich verstanden haben. Ich weiß so nicht wie. Weil ich glaube, hätte mir das jemand geantwortet, ich hätte nur da gesessen und gedacht so, what? Was will die Person da jetzt von mir? Das Witzige ist, ich kann Englisch verstehen. Ich weiß, was die Leute von mir wollen, aber ich weiß nicht, wie ich antworte. Ich versuche dann immer auf Deutsch zu erklären. So in Zeichensprache, so, ne? Hier, das du da. Das sieht immer ganz witzig aus. Die Leute müssen mich aber für sowas von schwachsinnig halten. Nee. Ich wurde tatsächlich auch einmal gefragt, ob in den deutschen Schulen kein Englisch beigebracht wird. Weil jemand, der mit mir Englisch geredet hat. Und ich dann so, doch, wird. Aber ich bin verdammt schlecht. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst. Ich weiß bis heute noch genau, was mir die Person erzählt hat, wenn wir da am Bahnhof standen. Ich weiß auch, wo er gefragt oder wo die Person hin wollte. Und gefragt hat, ob er richtig ist. Ich wusste, was er von mir wollte. Ich wusste nur nicht, wie ich antworte. Und du hast dann ja auch nicht die Zeit, das erstmal alles im Google-Übersetzer oder allgemein irgendwo einzugeben, um zu gucken, ne? Ist das jetzt richtig? Ich bin mal so frech und toaste dich einfach. Das kannst du gerne machen. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Oh mein Gott, was ist das für ein... Fernöstlicher Rossharnisch. Ich weiß, es geht schon wieder los. Ich gucke mir schon wieder andere Viecher an. Haben will. Hihira. Kommt man einfach 14 Online-Store. Ja, gut, ich habe gerade kein Geld. Ich will's doch nicht haben. Doch, es kommt auf meine Wunschliste. Hihira? Ja, das bin ich. Mein Vater schickt dich, sagst du? Ich hoffe, er hat dich versucht, dir halb Hohenburg aufzuschwatzen. Doch, hat er. Du suchst einen maskierten Mann in einer schwarzen Robe? Nein, ich fürchte, da kann ich dir auch nicht helfen. Aber der alte Gundobald vielleicht. Der kümmert sich um die Belange der Siedlung und weiß eigentlich immer, was in Klein Alamigo gerade vor sich geht. Servus. Grüezi. Auch hier? Was willst du hier, Abenteurerin? Wir haben nicht viel für Fremde übrig. Und das aus gutem Grund.
Du verfolgst einen Maskierten? Das ist schön für dich, aber was hat das mit mir zu tun? Dieser Ort ist ein Refugium für den kläglichen Rest unseres stolzen Volkes, für all jene, die den Klauen des galäischen Kaiserreichs entkommen konnten. Unsere Heimat Alamigo haben wir verloren, doch hier wollen wir einen Neuanfang wagen. Selbstherrliche Abenteurer, die ihre Sache für den Heiligen aller Zwecke halten und ihre Nase in Angelegenheiten stecken, die sie nicht angehen, können wir hier nicht gebrauchen. Setz deine Suche woanders fort, wenn du noch etwas Anstand besitzt. Okay. Noch Geburtstag haben wir das zu Weihnachten. Noch habe ich noch Geburtstag. Also nicht heute. Heute habe ich nicht Geburtstag. Es dauert noch ein paar Tage. Aber ich habe tatsächlich noch Geburtstag. Nicht allzu ferner Zukunft. Wobei ich hoffe, dass dieser Tag schnell vorbeigeht. Ich liebe Geburtstag, aber nicht meine eigenen. Wobei doch, dieses Jahr Geburtstag wird schön. Weil ich dieses Jahr keine Feier veranstalte. Sondern Familienfeier, also Familienausflug. Ja, nämlich am 28. Monat. Diesen Monat haben verdammt viele Leute Geburtstag. Ich habe nämlich auch diesen Monat Geburtstag. Ich habe auch im September. Ich bin auch eine Jungfrau. Die ewige. Quasi. Wüstel. Amlot. Kolibri-rosa Farbstoff. Was ist Kolibri-rosa? Nein! Oh, komm schon. Keine Jungfrau? Ja, das kann ich. Kolibri-rosa. Was ist Kolibri-rosa? Nee. Nein. Nein. Mm-mm. Nein. Mm-mm. Ja. Wer laut das Datum schreiben? Halt, darf ich ja gar nicht sagen. Wenn du mich ärgern wollen würdest, dürftest du es. Mir ist es auch sogar schon einmal rausgerutscht, wenn ich Geburtstag habe. Also im Stream. Einmal ist es mir ja sogar rausgepultert. Zu meiner Verteidigung, es war verdammt spät. Und ich war sehr müde. Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, verfahrst du ja sowieso. Spätestens wenn am Tag danach im Stream die Gratulationen losgehen. Spätestens dann. Wer schlau ist, guckt ins Discord. Ja, das habe ich gerade übernommen. Deswegen sage ich ja, man könnte auch ins Discord gucken. Aber vielleicht ist es auch ein falsches Datum. Vielleicht tue ich nur so, dass ich an dem Tag Geburtstag. Das ist tatsächlich der Satz, den meine Oma früher immer gebracht hat. Vielleicht habe ich gar nicht an dem Tag Geburtstag. Vielleicht habe ich an einem ganz anderen Tag Geburtstag. Und du denkst dir nur als Enkelkind so, Oma, ich weiß, wann du Geburtstag hast. Der Spruch kam jedes Jahr. Mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Vielleicht hast du gemerkt, dass es da mit Leuten auf Keks gegangen ist, wenn sie das immer wieder wiederholt. Vielleicht bist du gerade ja da, ja, sondern Manuel Neuer. Ja, genau. Ja, genau. Vielleicht bin ich gar nicht. Vielleicht bin ich nicht ja da, ja. Vielleicht bin ich Menfilia. Oh Gott, bitte nicht. Gott bewahre. Pui. Mir ist gerade ganz gut schlecht geworden. Grüß dich, Antorin. Ich habe gesehen, wie du meinem Kamerad zur Hand gegangen bist. Ehrlich gesagt, könnte ich selbst auch etwas Hilfe gebrauchen. Man hat mich um die Herstellung eines Gengifts gebeten, für das ich Peistegalle benötige. Mein Problem? Der Saft wird nur von den äußerst aggressiven und widerspenstigen Steinhautpeiste produziert. Deren Haut ist, naja, wie der Name schon sagt. Allerdings gibt es eine Lösung. Der Inhalt dieser Flasche Ameisenlöwensäure. What? Weicht die Haut der Peiste auf, wenn man nah genug rankommt, um ihn darauf zu sprenkeln, heißt es. Das Einzige, was ich versprenkeln würde, wäre wahrscheinlich mein eigenes Blut. Ja, wahrscheinlich. Aber so farbehaft, wie du dich hier bisher geschlagen hast, dürfte das für dich doch sicher kein Problem sein, oder? Ich wäre dir jedenfalls unendlich dankbar, wenn du mir den Gallensaft besorgen könntest. Es stört mich auch nicht weiter, dass du keine von uns bist. Wer mir Peiste
Galle besorgt, kann sich eines oberen Platzes auf der Liste meiner besten Freunde sicher sein. Viel Glück, meine Liebe. Oder aufkommen mit dem ganz... Manuel Neuer hat unsere Ultratruppe gute Spruchband gemacht, nachdem gezündet wurde. Oh je. Ist das so? Ich weiß nicht, der Spruch ging eine ganze Weile bei uns auch rum. Den sagt Fotos, glaube ich, heute noch. Das ist, glaube ich, mit einer seiner Standardsprüche. Wie viele Punkte? 447 ist. Du fragst dich sicher, warum ich von allen Orten Tanalans ausgerechnet nach Klein El Amigo gezogen bin, was? Nun, die Antwort ist einfach. Viele der Bewohner hier sind krank. Doch Medizin gibt es kaum. Ich würde ihnen gerne helfen. Aber obwohl ich in guter Absicht kam, hat man mich als Fremde beschimpft und abgewiesen. Nun, jetzt sind wir schon zu zweit, was? Vielleicht gewöhnen sie sich ja langsam an unsere Gesellschaft. Was meinst du? Möchtest du einmal versuchen, die Medizin an die Kranken zu verteilen? Ich habe sie extra von den Alchemisten in Ulda anfertigen lassen. Bin mir sicher, dass sie ausgezeichnet wirken wird. Der nächste Frosch im Hals. Alter. So ein bisschen bin ich froh, dass wir morgen kein Final Fantasy spielen. Aber nur so ein bisschen. Schont meine Stimme vielleicht. Boah, diese Schmerzen. Zeig endlich Gnade, Reiger. Nope. Du hast Medizin für mich? Pah, sicherlich der gleiche Dreck, den dieses Mädchen aus Hohenbrück mir neulich unterjubeln wollte. Behalte dein irdisches Gift für dich. Nett. Ich habe ja gar kein Büro gezündet, sondern Manuel Neuer. Okay. Was lustig. Strafvergabe ist trotzdem. Ja, gut. Das, ja. Aber er ist lustig. Er hat ein Hybrid vorbei und war den Bauschen Glitzerwerb. Hui. Gott, ich stell mir tatsächlich vor, wie du das wirklich machst, ne? Was stimmt mit der Person nicht? Warum rennt die im Kreis? Sehr gegrüßt, Amtorin. Mein Name ist Gisilbert. Ach, such den neuen Namen. Mir obliegt der Schutz dieser kleinen Siedlung. Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Verstehe. Du suchst einen verdächtigen, maskierten Mann in einer schwarzen Robe? Nun, ich kann dir jetzt schon sagen, dass du dir an den Bewohnern von Klein El Amigo mit Sicherheit die Zähne ausbeißen wirst. Die mögen es nicht, wenn man sich in ihre Angelegenheiten mischt und bleiben für gewöhnlich unter sich. Wenn wir von der Legion uns nicht um die Verteilung der Essensration kümmern würden, hätten sie uns vermutlich in der erstbesten Wüste nach den wandelnden Leichen da draußen zu Fraß vorgeworfen. Hier wirst du also wahrscheinlich nicht fündig werden, meine Liebe. Es könnte allerdings sein, dass jemand meiner Männer da draußen deinen maskierten Freund gesehen hat. Die Wachen in der Nähe des Almejar-Lagers südlich von hier warten sowieso gerade auf ihre Ration. Bring ihnen diese Schalen Tanalan-Schwarztee vorbei. Vielleicht erzählen sie dir zum Dank hier etwas. Mhm. Wenn ich nicht so ungeschickt wäre, würde ich das sogar... Oh. Ich bin aber auch ungeschickt. So. Wobei ich da echt nicht verstehe, wenn es zu Choreo-Zwecken gemacht wird, nicht abgebrannt wird, dürfte es keine Strafe mehr tun. Den Scheiß in Blöcke, wo. Sollte man aus dem Block probieren und einsperren. Ja, gut. Aber für die meisten ist es wahrscheinlich einfach so, ne? Was sie eigentlich dürfen aus dem Grund, das verbieten wir am besten für alle. Ja, halt gleiches Recht für alle. Gut, bei unserem Verein kann ich verstehen, warum da Strafen gesetzt werden. Ich sag mal so, bei unseren Ultras, sie waren sehr oft mal nicht im Stadion, weil sie einfach nicht durften. Und es waren die besten Zeiten, die es gibt. Wenn sie nicht ins Stadion durften.
Aus Gründen durften sie nicht. Das war das Beste, was passieren konnte. Vollidioten. Aber es gibt ja auch andere Ultras, ne? Aber unsere kannst du halt komplett vergessen. Ich glaube, privat ist es halt immer noch was anderes, als wenn das als Fremder in einer Menschenmenge machst, wo jederzeit Idioten bei sein können. Gut, kann auch auf einer Hochzeit sein. Davon ganz abgesehen, aber ich glaube, das ist dann immer noch was anderes. Sie werden schon ihre Gründe haben, warum sie es verbieten. Es wird nicht einfach so sein. Sicherlich nicht aus Jux und Dollerei. Du hast dir hier in Clan Alamigo bereits einen Namen gemacht, habe ich. Wenn du erlaubst, würde auch ich dich gern um deine Hilfe bitten. Es geht um Untote aus dem beladischen Zeitalter, die Ruinen südlich von hier unsicher machen. Ich bringe es nicht übers Herz, ihnen entgegenzutreten. Schließlich waren sie einst Krieger wie ich. So ein Schicksal hat keiner verdient. Ich bitte dich, Abenteurerin, du musst sie von ihrem Leid erlösen. Nimm diese Fiole Nahtalwei-Wasser, damit kannst du sie schwächen. Und dann schicke sie zum gnädigen Tal, auf das sie ihre rastlosen Seelen Ruhe gönnen mögen. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist. Ich sag mal so, ich find's auch nicht geil, wenn im Stadion Pyro gezündet wird. Muss ich tatsächlich sagen, ich find's auch nicht geil. Aber gut, bei unseren Ultras, wie gesagt, sind halt einfach alles Spacken bei uns. Bei uns kann ich's verstehen, dass das, ne? Ich bin da auch kein Fan von. Ich habe da verteufelt Respekt vor. Das würde ich nicht mehr privat auf meiner eigenen Hochzeit machen wollen. Allgemein nicht privat. Es sieht schön aus. Aber es ist genauso wie Feuerwerk. Feuerwerk sieht auch unglaublich schön aus, aber ich muss nicht daneben stehen. Ich muss auch nicht selber was abzünden. Ich habe da echt verdammt Bammel vor. Also, nee, bin ich nicht so. Wer es mag, ist das eine, ne? Sage ich nichts gegen. Aber ich selber muss es nicht haben. Guck's mir aus der Ferne an. Ganz weit aus der Ferne. Das sieht schön aus. Das kann's bleiben. Aber bei unseren Ultras, wie gesagt, war es halt auch so, dass es halt auch in die Menge geworfen haben oder dass Leute zu Schaden kamen. Ich kann mir vorstellen, warum es, ne, allgemein verboten ist. Es gibt Gründe. Ja, Chrissy, vielen lieben Dank. Hallöchen, danke schön für dein Raid. Was gab's bei euch? Was habt ihr gestreamt? Und wie war euer Stream? Mr. Macaroni, hallöchen. Auch dir einen wundervollen guten Abend. Golf with your friends. Hab ich bisher nur einmal gespielt. Für Party und Golf with your friends. Das wird bestimmt ein richtig lustiger Stream gewesen sein. Also ich habe gesehen, dass du vorhin live gegangen bist. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich zurückraiden kann. Aber okay, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr hattet schon einen wundervollen Stream. Und Monsterzüchter, hallöchen. Einen wundervollen guten Abend dir. Schön, dass ihr da seid. Wir lassen jetzt auch noch so ein bisschen entspannt den MMO-Tag ausklingen. Weil Montag ist bei uns der MMO-Tag gestartet mit ESO. Wir sind leider bei FF14 hängen geblieben. Herr der Ringe gab es dann doch nicht mehr. Das kommt dann nächste Woche.
Man macht es euch bequem. Holt ihr noch was Leckeres trinken. Ein kleines bisschen machen wir auf jeden Fall noch. Und ja. Denn heute können wir Gott sei Dank ein bisschen länger machen. Weil ich glaube, morgen kommt das Spiel erst um 18 Uhr raus. Wir wollen nämlich morgen das neue Disney-Spiel spielen. Deswegen kann ich es heute noch ausnutzen, dass wir relativ lange streamen können. Wenn der Karl nicht genug schlafen, dass wir dann morgen das Disney-Spiel anspielen können. Ich freue mich voll drauf. Kommt ja Disney Dreamlight Valley endlich raus. Also zumindest in den Early Access. Raus kommt es dann ja erst bei rund 23. Das wird toll. Das wird toll. Jetzt wird es toll. So. Ich muss aber einmal kurz hier rüber sitzen. Aber golfen müssten wir eigentlich auch mal wieder im Stream. Vielleicht ab nächste Woche wieder. Aber wir spielen ja immer... wie heißt es? Golfit. Hybrid darf sich heute aussuchen, wohin wir inraiden. Darfst du dir schon mal was aussuchen. Wie lange brauche ich, um diese Soldaten zu plätten? Wenn er dann noch so handeln ist, Ruby, bitte. Alles klar. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Heute sind erstaunlich viele noch in der Liste online. Aber Ruby macht ja eh meistens ein bisschen länger. Zumindest jetzt in letzter Zeit ja wieder. Ah, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich hatte mir auch noch niemanden ausgeguckt, außer Chrissy. Die hatte ich mir tatsächlich ein bisschen ausgeguckt, weil ich habe immer... Ich habe ja hier rechts noch so meine Liste, ne? Und sehe dann immer so, ah, okay, die Person ist doch online, die Person ist doch online. Dann gucke ich da immer so rüber. Denke mir immer so, nein, ich bin offline. Raid ich gleich hin. Habe ich jedes Mal das Problem. Gestern waren wir ja bei Dufte. Er hat sich aber auch gefreut. Ich habe auch wieder gefreut. Also, war auch bei mir schön so. Aber jetzt nichts für, was ich meine 286.000 Granatenpunkte ausgeben soll. Ja, gut. Aber warum kommen denn hier so viele? Doch, du kannst Sound Alerts nutzen. Hybrid, du könntest Sound Alerts nutzen. Das wäre eine Möglichkeit. Hybrid! Vielleicht entdeckst du ja neue Alerts bei mir. Nur als kleiner Hinweis. Wo ich gerade das Team höre. Wer hat denn schon House of the Dragons gesehen? Ich nicht. Wenn die Frage kommt. Aber wer hat den House of the Dragon schon gesehen? Ist da jemand unter euch? Aber das hat mich da nämlich gerade auf eine Idee gebracht. Das meint ich übrigens nicht mit neuen Alerts. Ja, aber nur die erste Folge leider. Und wie ist es? Gut oder eher nicht so? Also ich habe bisher ja nur... Doch, tatsächlich nur Gutes gehört. Von House of the Dragons. Ausschnitte habe... Also, jetzt keine Spoiler, sondern halt nur ne, die Ausschnitte, die es schon vorher gegeben hat. Habe ich ein bisschen verfolgt. Aber ansonsten... Seid ich noch gar nicht. Obwohl ich es gucken könnte... Ich könnte, wenn ich wollte. Aber ja, mal gucken.
Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich auf meine bessere Hälfte warten soll oder ob meine bessere Hälfte mitgucken will. Bei Herr der Ringe zum Beispiel gucke ich ja mit Frisches zusammen. Den gucke ich, gut, ich gucke sie mir immer zweimal an, aber egal. Strahlmina! Hab alle drei Folgen gesehen. Ach ja, stimmt, die dritte kam ja heute, ne? Die kommt ja immer montags, oder? Oder? Doch, doch, montags kommt die. Wir haben noch Montag. Also, okay, jetzt haben wir Dienstag. Ja, ich muss auch. Sag mal so, schon alle die erste Folge macht GOT alle Ehre, zumindest was tote Menschen angeht, ohne spoilern zu wollen. Game of Thrones ohne Tote oder allgemein. Das ist keine richtige Serie. So werde ich jetzt schlafen gehen. Gute Nacht und einen schönen Stream noch. Danke, Christian. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für deinen Raid. Mega lieb von dir. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und morgen wundervollen Tag. Schön, dass du da warst. Also ich will mir House of the Dragons unbedingt ansehen. Unbedingt. Da war ich nicht ganz so skeptisch wie bei Herr der Ringe tatsächlich. Herr der Ringe habe ich hin und her überlegt. Und am ja, letzte Woche Freitag, als es ja rauskam. Ich bin nur zu Frisches hin und habe gesagt, Schatz, was hast du heute vor? Was hast du heute Abend vor? So, nichts. Wieso? Naja. Wollen wir uns Herr der Ringe angucken? Naja, nur. Wie? Du willst die Serie sehen? So, ja klar! Also, ich wusste nicht, dass du die sehen würdest. Doch. Hat zwar ewig gedauert, bis ich mich zu durchgerungen habe, aber ja. Die Ringe, da sind fieber ich jetzt jede Woche noch umso mehr auf den Freitag hin. Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, wenn ich House of the Dragons jetzt anfangen würde und dazu noch Herr der Ringe gucken würde. Ich glaube, ich würde aus dem einen Hype mit dem anderen Hype wieder rauskommen. Weil House of the Dragons wird bestimmt viele Drachen beinhalten. Und ich liebe Drachen. Ich habe mich ja schon in die drei Drachen von Daenerys verliebt. Also. Kann ja nur toll werden eigentlich. Ne? Oder? Oder? Was gibt's, wenn der Hauptmann mich hier beim Plaudern erwischt? Kann ich meinen Heimaturlaub für die nächsten 2 Jahre vergessen? Ja, hier, gut. Trink deinen Schwarztee. Du darauf? Das Haus der Drachen, da wirst du bestimmt um Warzenschweine gehen. Nein, echt? Die Familie von Pumba! Pumba lernt endlich seine Familie kennen! Außerdem, nur weil es House of the Dragons heißt, heißt es ja nicht, dass da viele Drachen sind. Weil die gucken und sich dann wundern. Ja, und beim nächsten Gespräch dann. Ach ja, und dann waren da Drachen und, ne? Dann waren da plötzlich so ein komisches Hobbit-Volk und du denkst dir, hä? Das sind zwei verschiedene Sachen. Das wäre auch geil. Müsste man mal machen. Also gibt bestimmt welche, denen das passiert. Ich wäre wahrscheinlich eine davon. Erzähle was und bin mit dem einen Gedanken bei Herr der Ringe und mit dem anderen bei House of the Dragons. Ja. Oder sich, ja, wie du schon sagst, wundern so: Hä, ist da nicht das und das passiert? Oder. Oh nee, das war ja eine ganz andere Serie. Naja, Gollum hat das doch schon gesagt. Ah, Geister, Geister mit Flügeln. Hey Bridge, guck mal meine Alerts durch. Mehr Hinweise kann ich mittlerweile nicht mehr geben. Luna hat es sogar schon entdeckt.
Na, aber guten Freunden kann man einfach nichts abschlagen, was? Ob ich hier in letzter Zeit jemand Verdächtiges bemerkt habe, fragst du? Ha, der ganze Haufen kleiner Alamigos stinkt zum Himmel, wenn du mich fragst. Und das liegt nicht nur an der mangelnden Körperhygiene. Die Leute in der Siedlung haben vom Leben nichts mehr zu erwarten. Die Stimmung wird jeden Tag mieser. Jeder einzelne von denen würde unbesehen seine Nachbarn verkaufen, wenn ihn das nur endlich aus dem Elend erlöste. Du siehst also, an potenziellen Halunken herrscht wahrlich kein Mangel. Das als Geist auf den Drachen in Goethe gesetzt. Ja, wär gut. Ist mein Axolotl nicht süß? Das grinst uns alle an. Okay. Ich hab da mal was rausgekramt. Gab so viele coole Gollum-Sachen. Gab so viele coole Gollum-Sachen. Bei den anderen Sachen muss ich leider aufpassen, wegen lizenziert, aber Gollum ist halt cool. Nee, ich weiß, aber es war, weil wir ja gerade über Herr der Ringe reden. Das ist mir gerade eingefallen. Ich hatte schon wieder vergessen, dass ich einen Radiohörer habe. Aber ich hatte vorhin noch mal durchgeguckt und ich dachte, hey, vielleicht gibt es ja irgendwas mit Gollum. Gibt es! Und wir mögen doch beide Herr der Ringe. Weißt du? Weißt du? Kennst du? Wenn du einmal da wärst, hätte ich. Wenn du einmal da wärst, hätte ich was für dich übrig. Ein paar Schläge nämlich. Aber so kannst du mir gestohlen bleiben, Schätzchen. Verzieh dich. Hier, trink den Schwarztee. Na, bist dir noch eine ganz nette, wie es scheint. Was führt dich raus hier in die karge Wüste? Oh. Ob ich einen maskierten Typen gesehen habe? Tut mir leid. Aber alles außer Amajar fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Frag den Kollegen am nächsten Wachposten, klar? Ja. Okay, machen wir. Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber ich darf diese hinterhältigen Amajar keinen Glockenschlag aus den Augen lassen, verstehst du? Ja, das nenne ich meine nette Überraschung. Was kann ich für dich tun, Mädel? Ein maskierter Typen in einer schwarzen Robe suchst du? Den habe ich eventuell gesehen auf einer Patrouille neulich. Ob es ein Mann oder eine Frau gewesen ist, kann ich dir aber nicht sagen. War in ein Gespräch mit einem der Migiten vertieft. Sicher ein Flüchtling, der sich aus Angst vor den Galeanen vermummt hat. Habe ich mir gedacht. War wohl nicht so. Nope. Jo. Achso, das kann ich ja mal schließen. Ich glaube, das war gerade das Dümmste, was ich tun konnte. Wobei ich das eine vergessen habe. Egal. Kann ich bestimmt im Nachhinein noch irgendwie. Jung. Guck jetzt mal. Ja. Aber allzu lang machen wir jetzt auch nicht mehr. Allzu lang machen wir auch nicht mehr. Dient ja schon 8 Minuten über der Zeit. Aber ich gebe dir den Auftrag auf jeden Fall nochmal ab. Muss aber gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Sicher bin ich mir da noch nicht. Aber mein einer Gehilfe ist auch wieder zurückgekommen. Muss ich gleich mal gucken. So, Annabelle. Die Untoten sind besiegt. Dann können es wahrlich beeindruckende Abenteuerinnen. Auch die einzigen Krieger sind dir sicherlich dankbar. Endlich sind sind ihre armen Seelen frei. Möge der gnädige Tal sie behüten. Danach über 10 Stunden kann ich schon nicht mehr lesen. Seht es mir nach, bitte.
Hm, verstehe. Besser als nichts. Aber eine heiße Spur hat dir dein Ausflug in die Wüste nicht eingebracht, was? Tut mir leid. Ich hatte mir da wirklich mehr erhofft. Wie scheint, wirst du um die Hilfe der Bewohner hier doch nicht herumkommen. Nur mit netten Bitten ist es da nicht getan. Ich werde versuchen, dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, Abenteurerin. Die Außenseiter müssen schließlich zusammenhalten. Yay, ich krieg eine neue Brille. Und, oh, kann ich gebrauchen, sehr gut. Du gibst doch schnell nicht auf, was? Nun, das ist bewundernswert. Viel kann ich hier nicht für dich tun, fürchte ich. Außer dir einen gut gemeinten Rat zu geben. So arm die Leute hier auch sein mögen, mit Gil wirst du nicht viel aus ihnen rausbekommen. Dafür sind die Megiden viel zu stolz. Wenn sie einen wunden Punkt haben, dann ist das ihre Heimatliebe. Wenn du es also schaffst, das Vertrauen eines Alamigo-Stämmigen zu gewinnen, könnte dieser alte Mittelsmann zwischen dir und den Bewohnern fungieren. Hier wird dich dazu niemand herablassen, aber woanders hast du vielleicht mehr Glück. Ideal wäre natürlich jemand, der wie der alte Gundobald zur Befreiungsarmee stammt. Der hättest du bei den Leuten gleich doppelt einen Stein im Brett. Kennst du vielleicht jemanden aus Alamigo? Oder jemanden, der jemanden aus Alamigo kennen könnte? Denk nach. Ich fürchte, es ist deine einzige Hoffnung. Ja, Minfilia. Da renne ich jetzt aber nicht zu ihr hin. Vergiss es. Was würde jetzt gehen für ein paar Tüften? Das sind Tüften, mein Schatz. Das sind Tüften. Kartoffeln. Wer jetzt die stammt. Heißt übrigens, man kocht sie. Man stampft sie, tut sie in die Suppe. Was würde ich jetzt geben für ein paar schöne goldbraune Bratkartoffeln? Da ein Stück gebackener Fisch. Niemand meiner wie du könnte dazu Nein sagen. Dürft netten Fisch. Ja, du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Aber wir, oder ich auch. Frisch ist auch. Da hatten wir gerade erst neulich die Unterhaltung. Wir haben da so viel rauszitiert schon wieder. Das ist furchtbar. Wir haben jetzt im Auto auch ein Hörbuch gehört von Herr der Ringe. Ob wir süchtig sind? Nein. Überhaupt nicht. Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Was Bilbo sagt. Oh. Ich finde Bilbo cool. Übrigens eine meiner Lieblingsstellen, ne? Hey, beste Stelle. Ja, ist so, ne? Ist so. Ich liebe die Stelle einfach nur. So, da habe ich ja gar nichts. Einfach komplette Verwirrung stiften. So verwirrend, dass selbst die Verwirrung verwirrt ist. Aber wirklich, ey. So, ich kann ruhig Gewässererkundung machen. Weil morgen sind wir nicht in FF. Wow.